Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Fire Emblem Awakening DLC. Denn heute am 29. März ist dieses letzte DLC-Paket für Fire Emblem Warriors erschienen, das wir uns jetzt dann in diesem und in den weiteren Parts dann noch genauer anschauen wollen. Dafür gucken wir uns am besten erstmal die Update-Infos wieder an. So, da steht's nämlich, das Fire Emblem Awakening-Paket wird jetzt unterstützt, genau. Und alle weiteren Punkte gelten übrigens dann auch für all diejenigen, die sich das DLC nicht geholt haben. Denn wir haben jetzt auch Update 1.5.0 oder Version 1.5.0 und alles weitere gilt dann eben auch für die Leute, die sich den DLC gar nicht geholt haben. Denn der maximale Level wurde mittlerweile erhöht und zwar auf 150 nämlich. Dann gibt's auch wieder ein neues Waffenattribut und zwar Legendär. Hört sich auch sehr interessant an. Dann haben wir auch noch wieder neue Segen und neue Fibeln, das kennen wir auch schon. Dann auch Level Reset wurde hinzugefügt. Nach Abschluss des Story-Modus kannst du im Tempel den Level eines Charakters zurücksetzen. Und das hört sich jetzt im ersten Moment sehr komisch an, aber ich glaube, es ist so, dass wenn ich das mache, dass ich dann auch Materialien für den entsprechenden Charakter bekomme. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir auch noch Städtersegen wurde hinzugefügt. Es können ohne Tempelbesuch die gleichen Segen wie in der vorhergehenden Schlacht verwendet werden. Okay. Die Aufnahmefunktion wurde auch hinzugefügt für die Switch. Sehr schön. Die Credits wurden aktualisiert. Interessanterweise. UI-Verbesserungen gibt es auch wieder und auch Fehlerkorrekturen im Allgemeinen. Und den Rest kennen wir dann schon. Okay. Da will ich am besten auch gar keine Zeit verschwenden und dann gleich mal loslegen hier. So, ich habe wieder meine Spielstände auch schon schön kopiert. Ich nehme einfach dann den oberen. Ich habe schon übrigens schon knapp 300 Stunden hier. Ja, ja. So. Yay, so ist es. Im historischen Modus wurden neue Karten hinzugefügt. Und wir haben jetzt auch Owain. Verwendet einen mächtigen Schwertstil, um Feinde mittendurch zu spalten. Kraftangriff 1 entfesselt einen Tritt, der die Verteidigung der Gegner durchbricht. Oh, Joy. Dann haben wir auch noch Taya. Kontrolliert große Gebiete mit mächtiger und unterschiedlicher Magie. Attacken laden eine besondere Leiste auf, deren Füllstand Kraftangriff 1 verstärkt. Und dann auch noch... Okay. Olivia. Das Schlachtfeld wird zur Bühne für einen umwerfenden Tanz, der mit kunstfertiger Technik zuschlägt. Kraftangriff 1 ruft Verbündete und füllt Krieger- und Erweckungsanzeigen, denke ich mal. So, genau. Und das werden wir uns jetzt dann hauptsächlich hier im ersten Part erstmal alles angucken. Ich werde es wieder versuchen, hier im ersten Part schon so viel von den neuen Movesets und auch allem anderen neuen Gedöns zu zeigen, was so irgendwie geht. So, das sind nämlich dann die drei neuen Karten, wo ich mich diesmal auch ein bisschen besser auskenne, weil ich habe ja leider Shadow Dragon und Fates nie gespielt zuvor. Deswegen kann ich mich bei den DLCs nicht so wirklich gut aus. Aber Awakening habe ich gespielt, oder Let's Play, deswegen soll ich mich ja noch ein bisschen besser auskennen. Wir haben auf jeden Fall hier der legendäre Erbe, dann noch Emerin und auch Tänzerin. Okay, und natürlich legen wir mit der obersten Karte los, nämlich der legendäre Erbe. Ein seltsamer Krieger stellt sich einem verdächtigen Mann in den Weg, der in einem Dorf einen Schatz sucht. Sie suchen beide die legendäre Klinge Misteltein oder sowas, ja. Ein Kampf ist vorbestimmt, wer wird siegen? Wir fangen gleich mal an. This is it. That treasure's here. I can feel it. It sort of tingles. I've honestly never heard of any treasure anywhere around here. Oh? Has the tingling misled me? Then perhaps we should move on. So, okay. Dann dürfen wir auch da mal anfangen. Das dürfte, glaube ich, aus Fire Emblem Awakening dann eine Nebenquestkarte gewesen sein. Wahrscheinlich dann die, wo man halt Owain getroffen hat. Das dürfte, glaube ich, stimmen, genau. Und hier ist dann auf jeden Fall Niles einfach so. Der da bestimmt nicht vorkam in Awakening. Stattdessen war das dann vielleicht irgendein Räuber oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Und hier muss ich zuerst mal die Owain-Mission, ne, oder eine Owain-Mission spielen. Da habe ich ja noch gar keine, weil Owain ist ja noch gar nicht hier. Aber wird dann bestimmt bald auftauchen. Okay. Sehen wir dann schon Flucht zum Beispiel, eine komplett neue Missionsart. Fesselverteidigung kenne ich, Zeitschlag kenne ich auch. 98 haben wir übrigens schon. Da haben wir schon 110, habe ich gerade gesehen, ne? Oder nicht 110, 105 war es. Ist aber trotzdem ziemlich viel. Dann kriege ich dann übrigens die Schrift für den Mistelstein. Aha. Das ist dann anscheinend die Waffe von Owain. Ja, ziemlich cool. Kann man schon mal ein bisschen umgucken, was wir so alles dann für Fassaden kriegen können. Hier dann zum Beispiel auch Lissas Axt, dass man aus die endlich mal auch eine eigene Axt dann bekommen wird. Sehr schön. Okay. Ich möchte dann gleich, bevor ich loslege, erstmal ganz kurz ins Feldlager gehen. So, und da ist auch der Olivia, Hallöchen. Und dort mal ein paar Vorbereitungen treffen, denn ich habe übrigens jetzt Offscreen, deswegen habe ich auch schon so viel Zeit hier rein investiert. Offscreen seit dem Shadow Dragon DLC bis zum Awakening DLC schon sehr, sehr viel getan. Ich werde es aber darauf nicht so sehr in diesem ersten Part eingehen, das werde ich dann später machen, weil ich mich jetzt eben hauptsächlich auf die drei neuen Charaktere dann stürzen will. Aber ich werde auch noch später mal dann genau zeigen, was ich so alles Offscreen gemacht habe. Ist aber ziemlich viel, aber dazu kommen wir dann noch. So, erstmal möchte ich mich hier ein bisschen was schmieden für euch. Ich mache einfach alles, was irgendwie geht. So. Ja genau, geht eigentlich fast alles hier, sehr schön. Bei Taya auch mal kurz. So, dass sie auch gleich hier schön, das geht nicht. Dass wir gleich hier schön viele Sachen haben. Leider noch keine weitere Kriegeranzeige, da mir gerade Schützenschulterplatten fehlen, aber okay. Vor allem das Moveset ist ja wichtig, dass ich das ein bisschen weiter voranbringe hier. So. Sehr gut. Und dann bei der anderen mal auch noch vielleicht so ein bisschen was hier, so Verteidigungsgebiet und so, weil ich das nicht so weit machen will. Aber mal so ein bisschen, immerhin hier die erste Reihe vielleicht mal bei allen. Das kann ich schnell machen. So, habe ich nämlich genügend Zeug dafür. Wunderbar.
Und dann bei den Stärketypen auch mal vielleicht kurz, das geht natürlich noch nicht. Aber dass sie dann auch vielleicht gleich schon bessere Sachen halt, oder halt bessere Waffen dann tragen können. Und wenn kann es damit sogar schon dann B-Waffen tragen und die anderen beiden immerhin C. Das geht noch nicht, weil ich eben da dann die entsprechenden Materialien für sie selber auch bräuchte. Und bei den Fähigkeiten können wir auch mal kurz gucken, was wir denn jetzt für neue Fähigkeiten mit den drei neuen Charakteren haben. Denn Owains Fähigkeit ist diese hier, heilende Kraft. Verstärkt zugefügten Schaden, je kleiner Differenz zwischen Stärke und Magie der Einheit. Okay, das ist sehr interessant. Nochmal, verstärkt zugefügten Schaden, je kleiner die Differenz zwischen Stärke und Magie der Einheit. Okay, also je näher Stärke und Magie der Einheit beieinander liegen, quasi, desto besser wirkt dann diese Fähigkeit und desto stärker wird man dann. Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Fähigkeit, wie ich finde. Aber okay. Dann Taya hat diese hier, Vergeltung. Langsamer KP-Verlust. Schaden erhöht sich proportional zu verbliebenen KP. Okay, also je weniger KP ich habe, desto mehr Schaden mache ich, ja. Aber ich verliere auch langsam KP, während ich diese Fähigkeit habe, oder wie? Okay, das ist aber dann ziemlich fies. Vor allem, wenn man den S-Rang haben will. Weil man dann ja immer automatisch ein bisschen mehr Schaden nimmt. Oder zählt es dann vielleicht auch nicht dazu? Keine Ahnung. Dann noch Olivias Fähigkeit ist diese hier, Wirbelwind. Ah, cool. Krieger- und Erweckungsanzeige füllen sich durch Besiegen starker Gegner. Okay, funktioniert auch ganz anders als eigentlich in den Fire Emblem-Spielen, aber okay. Genau, auf jeden Fall, die füllen sich dann, wenn ich halt starke Gegner besiege. Also auch ziemlich standardmäßig eigentlich. Okay. Ich will übrigens den dreien vielleicht auch mal kurz Fähigkeiten geben. Ich habe nämlich Astra für die alle bereit, dass sie dann gleich mal schön schnell angreifen können. Das ist ziemlich cool. Wunderbar. Und Elite möchte ich, glaube ich, auch mal kurz allen geben. Kann ich sogar auch allen geben, dass sie auch dann gleich mehr Erfahrungspunkte erhalten. Sehr gut. Und dann, was kann ich ihnen noch geben? Was habe ich denn noch alles Cooles? Ja, Exodus wäre noch ganz witzig vielleicht. Defensiver Hieb ist auch ganz... Ja, vielleicht sogar Defensiver Hieb mal für den Anfang. Dass ich die Kombos auch immer zu Ende ausführen kann und dass sie dann nicht unterbrochen werden. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Machen wir es mal so. So, kriegen dann alle mal diese Fähigkeiten hier. Gut. Habe ich erstmal das hier alles gemacht, was ich hier auch machen wollte. Das ist schon mal gut. Da möchte ich auch noch kurz in den Übungsplatz natürlich gehen, ja. Denn sie haben noch alle Level 1 und das gefällt mir gar nicht. Und ich habe nämlich sehr viel Geld übersehen können. Deswegen kann ich mal dann hier alle auf Level 50 mal auf jeden Fall hochbringen. Das kostet sogar gar nicht mal so viel. Das mache ich mal vielleicht, ja. So. Yay! Und heftige Werterhöhung. Yeah, it's awakening. Oh, wen ist so cool. So, dann auch noch bei Taya, bei ihr. Ich mache mir am besten auch gleich zu Level 50, würde ich sagen. So. Yay, und dann zuletzt auch noch Olivia. Auch sie bringen wir auf Level 50. It's almost embarrassing to have gotten this good. And no one's staring, are they? Immer noch genauso schüchtern, die Olivia. Okay. So, dann möchte ich auch noch ganz, ganz kurz in den Vorrat schnell gehen, weil sie haben ja noch wahrscheinlich ziemlich beschissene Waffen, nämlich alle bronzene Waffen, das gefällt mir gar nicht. Ja, so ist es so. Oh, Wayne ist so cool einfach, ich liebe ihn. So, ich gebe doch mal ihm einfach eine B-Waffe, weil da kann er schon B-Waffen tragen. Und zwar mal einfach die beste, die ich so habe. Das ist dann, hier habe ich noch ein paar Zeugs drauf. Idem Channel habe ich hier zum Beispiel noch. Monster-Tod ist auch ganz witzig, vielleicht hat er nur 90 dafür. Ich nehme dann vielleicht die hier. Yep. Und bei Olivia, hier kann ich ja leider nur eine C-Waffe geben, aber ist auch nicht ganz verkehrt, denke ich. So, eine C-Waffe. Und da könnte ich dann zum Beispiel die geben mit Kraft 3 und Kraft 6 oder sowas vielleicht. Oder hier Regensturm wäre natürlich auch ganz cool. Ich mache vielleicht die mit Regensturm, weil ich ja Regensturm ganz cool finde eigentlich. Genau. Und bei Taya kann ich dann auch nur ihr C-Waffen geben. Aber ist besser als ein Bronzebuch auf jeden Fall. Hier ein Stahlbuch dann. Und zwar, ja, das ist eigentlich ganz okay, das oberste gleich. Ich nehme einfach das oberste dann. Ja, okay. Gut, Fähigkeiten haben sie, wie gesagt, auch schon jetzt ganz coole. Und habe ich, glaube ich, erstmal hier alles so vorbereitungsmäßig gemacht, was ich hier machen wollte. Das passt, glaube ich, erstmal. Thank you very much. Gut. Und dann können wir auch gleich mal mit dann der ersten Mission hier anfangen. Ich könnte jetzt gleich eine komplett neue Missionsart wählen, weil Flucht ist eine komplett neue Missionsart. Aber ich möchte sogar erstmal eine mir bekannte Missionsart machen, wie dann zum Beispiel eben Festungsverteidigung. Da ich jetzt dann hier sowieso nicht wirklich auf die Missionsart selber achten kann, weil ich halt jetzt dann gleich die Movesets von den Charakteren austesten will und da gucken will, wie sie dann immer so angreifen können. Deswegen nehme ich jetzt mal die Mission hier, 42 durften wir auch hinkriegen. Es gibt hier auch schon Annas Andenken übrigens. Und wir kriegen übrigens hier eine Supra-Axt. Was auch immer die dann kann, keine Ahnung. Aber wir fangen gleich mal an. So, was ihr übrigens vielleicht auch schon gemerkt habt, ist auch die Tatsache, dass ich wieder mal eine andere Systemstimme habe im Vergleich zum Shadow Dragon DLC. Denn beim Shadow Dragon DLC war es so, dass ich dort auch mal die Systemstimmen durchgeswitcht habe. Dass immer noch ein paar fehlten, die wir noch nie zuvor gehört haben. Und jetzt hier beim Awakening DLC werde ich jetzt dann noch die letzten Systemstimmen mal nehmen, die uns noch fehlen. Das sind nämlich genauer gesagt all die Systemstimmen von den DLC-Charakteren. Deswegen können wir jetzt dann in diesem Part auch Azura hören. Und dann beim nächsten Mal noch Oboro und dann Niles. Und dann halt die drei vom Shadow Dragon DLC und dann noch die drei vom Awakening DLC. Dass wir dann auch alle von denen durchhaben. Gut, besiege Nabal und verteidige dabei die Festungen. Gut, kennen wir ja.
So, Sheila kommt raus und Taya kommt rein. Lin kommt raus. Und Owen kommt rein. Takumi kommt raus. Und Olivia kommt rein. Yay. Und dann als vierten einfach noch irgendwen. Ich mal dann den Awakening-Charakter, das einfach passt. Vielleicht einmal Chrom. Okay. Der übrigens schon 108 sogar hat. Also hier meine Charaktere haben übrigens auch im Allgemeinen schon relativ hohe Level dann teilweise. Ich glaube am meisten hat irgendwie Anna oder sowas bei mir 111 oder Lin. Lin hat sogar 113. Also ich habe da auch schon, wie gesagt, ein bisschen trainiert jetzt hier. Aber okay. So. Dann packe ich mal einfach Owen und Taya zusammen. Leave it to me. Und Olivia und Chrom. Gut, will ich noch irgendwelche anderen Vorbereitungen treffen? Ich glaube, ich habe alles gemacht, was ich so machen wollte. Meine ich zumindest, deswegen dürfte alles passen. Okay, gut. I'm ready. Genau, hat sie eben dann Azura gesagt. Wie gesagt, in diesem Part würden es dann als Systemstimme Azura begleiten. Und dann im nächsten Part dann eben vielleicht schon Oboro oder auch Nice. Und dann werde ich eben hier noch alle DLC-Charaktere da auch noch dann bei denen immer durchswitchen. So. Da haben wir sie also. Taya erstmal. So, ich werde erstmal noch kurz auf Owen warten, der da hinten dann gleich schon ankommt. Hallo Owen. Yay! Und dann erstmal angreifen. Mit der Standard-Kombo. Yay! Und dann merken wir aber leider schon, dass Taya auch wieder mal ein Klon ist, was ich nicht so ganz toll finde, muss ich leider zugeben, weil ich meine, sie ist ja eine Dunkelmagierin. Deswegen hätte man ihr doch als Dunkelmagierin, finde ich, dann schon auch irgendwie ein eigenes Moveset geben können. Weil ich meine, wir können ja sehen, dass sie dasselbe Moveset wie auch Robin hat. Und da hätte man schon ihr ein eigenes Moveset geben können als Dunkelmagierin, finde ich. Aber hatten sie anscheinend keinen Bock, die Entwickler. Aber was soll's. Naja. So, am wenigsten sind ja Spezialangriffe und sowas anderes. Gucken wir uns am besten mal gleich an. Spezialangriff! Yeah! Sehr schön. Gut, und dann wechsle ich mal kurz zu Owen, dass wir auch mal dann gleich sein Moveset sehen dürfen. Und das wusste man ja schon, weil man ja auch schon gegen Owen häufiger mal gekämpft hat, dass sein Moveset auch eine Kopie sein würde. Nämlich eine Kopie von Ryoma. Aber da habe ich gar nicht mal so viel dagegen, weil Ryoma ja voll cool ist. Und weil ich den total mag. Deswegen, das passt dann schon, denke ich. So, übrigens, die anderen hier, Chrom ist ja da oben. Lass mal vielleicht ihn gleich mal dann hier gegen das Raubein kämpfen. Das war ein Nachteil, aber das passt schon. Und Owen darf dann gleich mal hier gegen das Raubein kämpfen, was hier die Festung eingefallen ist, weil das gefällt mir gar nicht. So, 1, 2, 3. Bam, ich liebe immer noch die Dreier-Kombo. 1, 2, 3, 4. Und Schwappenangriff. Bam, und auf den. Yay, und dann noch ein Spezialangriff. Der ist ja komplett neu. Yeah! Mit seiner Schwerthand. Oh Gott, Owen ist so cool einfach nur. Sehr schön. Bam. Okay. So, und wie gesagt, ich werde es dann auch versuchen, hier gleich in der ersten Mission für, oder in diesem ersten Part dann irgendwie alle besonderen Moves zu zeigen, die die Charaktere so zu bieten haben. Werde ich hoffentlich halbwegs schaffen. Deswegen wechsle ich dann jetzt gleich mal zu den anderen beiden. Und dann vor allem zu Olivia. Denn Olivia ist am interessantesten in diesem DLC, wie ich finde. Denn sie hat ein komplett eigenes Moveset. Standard-Kombo. Yeah, ist sie hier. Noch nicht ganz fertig, da ich noch nicht alle Fibeln herstellen konnte. Also zumindest mal so weit. Okay, das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Weil sie bei ihrer Standard-Kombo sich ziemlich weit nach vorne bewegt. Und das mache ich aber eigentlich mal ganz gerne. Wenn sich ein Charakter bei der Standard-Kombo schon weit nach vorne bewegt, ähnlich wie auch Lin zum Beispiel. Lin ist da auch eine Meisterin darin. Und Olivia macht das auch ziemlich gut. Das gefällt mir, wie gesagt, weil sie halt dann immer wieder neue Gegner auch treffen kann. Deswegen ist es ganz cool. So, dann mal Spezialangriff. Yay! Okay, sieht auch ziemlich cool aus. Alles klar. Und starker Angriff. Übrigens hat sie auch eine Leiste, die sich so füllt. Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann dürfte sie vielleicht irgendwie ähnlich funktionieren wie auch Azura mit ihrem starken Angriff, oder? Ich will mal kurz bei Chroma kurz gucken. Weil auf jeden Fall seine Erweckungsanzeige ist noch komplett leer und Kriegeranzeige auch nicht ganz gefüllt. Jetzt mal kurz den starken Angriff. Yay, so sie tanzt. Und jetzt ist bei Chrom dann ist ein bisschen voller geworden. Genau, deswegen funktioniert eigentlich genauso an sich wie auch der von Azura. Okay. So, dann mal ein doppelter Spezialangriff mit Olivia. Das sieht nämlich so aus. Yeah! Auf jeden Fall sehr episch. Wunderbar. So, ich werde mal bei dir, bei Owen übrigens auch mal am besten den starken Angriff einsetzen. Dass dann gleich er und auch Taya und Olivia vielleicht auch noch dann erwecken dürfen. Bleib mal kurz hier. Yay! So, mal kurz wieder wechseln. Da kannst du aber noch nicht ganz, leider. Aber wenn ich noch ein bisschen weiter drauf... Ja, ich meine, ich müsste am besten Gegner, also Axtgegner finden. Aber leider laufen hier keine Axtkämpfer rum. Das ist ein bisschen doof. Aber dann darf man übrigens Owen dann auch gleich mal einen doppelten Spezialangriff machen. Sieht nämlich so aus. Yeah, Owen ist so cool. Bam, sehr gut. So, und dann, boah, viele Gegner hier, viele kleine vor allem.
Und dann darf Level Up erstmal. Danach muss ich gleich Taya auch noch ihren doppelten Spezialangriff zeigen. Nämlich jetzt. Wow, das sieht heftig aus. Okay, der sieht richtig heftig aus von Taya. Okay, nicht schlecht auf jeden Fall. Gefällt mir sehr. Bam. Okay. So, aber ich will es dann doch noch ein bisschen mehr dann gleich auffüllen bei den beiden. Deswegen machen wir dann, lass mal kurz noch Olivia dann ein bisschen angreifen. Genau, ich habe noch gar nicht ihre Kombos, stimmt, ihre Kombos ausgetestet. Also erstmal die 1er-Kombo. Ist diese hier? Yay. Okay, einfach halt wieder in die Luft tiefen. Kann ich da noch Kombo hinterher? Nee, kann ich sogar nicht. Also ich kann in der Luft keine Angriffe mehr machen erstmal. Okay, alles klar. Ich mache übrigens kurz den Trank hier mit ihr. Dass dann sie auch noch gleich erwecken darf vielleicht. Okay, dann 2er-Kombo ist die hier. Yeah, das hat sie. Cool. Okay, also scheint auch eine ziemlich standardmäßige Zweier-Kombo zu sein, da die meisten Zweier-Kombos irgendwie auch so eine Art Wirbelattacke quasi sind. Und das scheint bei ihr auch so ein bisschen der Fall zu sein. Aber es sieht ganz cool aus, weil sie sich während der Zweier-Kombo auch noch dann ein bisschen nach vorne bewegen darf. Oder nicht nur nach vorne, halt in irgendeine Richtung auch noch bewegen darf. Deswegen ist es ganz cool. Und die Reichweite, lass mal kurz auf die K.O.-Anzahl gucken. Ja, doch, die Reichweite ist, glaube ich, auch ganz ordentlich. Deswegen, ich glaube, die Zweier-Kombo ist dann für viele kleine Gegner, um die zu besiegen, dann echt eine ganz gute Wahl. Okay, nochmal kurz übrigens den starken Angriff hier. Für Taya und auch Owain. Okay. Und dann die 3er-Kombo. 1, 2, 3. Bam! Haben wir jetzt nicht wirklich viel sehen können, weil da viele Gegner im Weg waren. Nochmal ein bisschen. Okay, da haut sie erst so Klingen nach vorne und macht dann nochmal so eine Attacke hinterher. Und die sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und vor allem auch schön, dass sie dann dadurch eine tolle 3er-Kombo hat. Denn die 3er-Kombo eines Charakters ist halt eigentlich diese ziemlich wichtigste Attacke, da ich halt damit dann auch den Schwachen eines Gegners anzeigen lassen kann. Deswegen, die 3er-Kombo von ihr scheint schon mal ganz gut zu sein. Gefällt mir. Okay, sehr schön. So, dann wechseln wir mal kurz zu den anderen beiden. Jetzt kann ich nämlich auch erwecken machen und ich kämpfe übrigens schon gegen Sheila. Ja, wo bin ich jetzt eigentlich gerade mit den beiden? Ich bin ja nicht in der feindlichen Festung, ne? Weil das war ja Nabal gerade eben. Aber es sind noch einfach weitere Feinde hier. Dann darf er jetzt mal dann Taya erwecken. Yay, und dann mal ein bisschen angreifen. So. Sehr schön. Come on. 4er-Kombo. Und Schwachpunktangriff. Yeah! So, Sheila hat noch ein bisschen was aus, werden mal sogar gleich vielleicht das Erwecken schon früher wieder abbrechen, dass er dann gleich mit Owain auch noch halt direkt hinterher erwecken kann. Ich werde noch vielleicht einen weiteren, die Anzeige springt übrigens wieder rum, auf jeden Fall wir vielleicht noch einen weiteren schwachen Angriff mal auf Sheila dann gleich machen. 1, 2, 3, 4 und 4er-Kombo. Sehr schön. Und ich treffe da sehr viele Gegner. Bam! Und dann mal auf all die einen Erweckungsangriff und los! Yeah, kann sie auch ziemlich abgehen. Dann darf mal Owain auch nochmal dann gleich abgehen. Ich mach mal gleich. Ja. Yep. Yeah, 1, 2, 3. Und, okay, erstmal ein normaler schwacher Angriff. Dann einfach wieder ein heftiger, bitte. Genau. Yeah. So, und dann gleich auf Sheila noch ein bisschen weiter draufhauen und dann gleich werde ich auch auf sie einen Erweckungsangriff dann schon machen. Obwohl sie stirbt wahrscheinlich schon, ne? Ja, ist aber auch okay. Dann Level Up noch. Alles klar. Dann mach ich mal auf euch hier noch einen. Und los. Ach Gott, ey, Owain. Sehr cool. Okay, übrigens, Ender ist schon da. Habe ich, habe ich nicht bemerkt. Sie haben wieder geschlossen. Ja, das war leider ein super Fail hier am Anfang, weil ich mich halt wieder zu sehr auf die Movesets konzentriert habe. Ich habe jetzt erst bemerkt, dass sie da war. Weil ich mich zu sehr auf die Movesets eben konzentriert habe, habe ich das gar nicht beachtet. Naja, was soll's. Werde ich dann nochmal nachholen müssen. Also dann zweimal sogar nachholen müssen, die Mission. Aber ist egal. Passt schon, ich wollte eh erstmal auf die Movesets achten. Deswegen ist es schon okay. So. Aber ich will dann gleich mit Olivia am besten auch noch Erwecken machen, weil ich ja bei ihr dann auch noch die 5er-Kombo auf jeden Fall austesten will, die ich ja dann während dem Erwecken einsetzen kann. Die 4er-Kombo auch noch gar nicht gesehen. Wie sieht die eigentlich aus? Wow, da schafft sie Wirbelstürme einfach so. Nochmal 1, 2, 3, 4. Yay, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ihr Moveset gefällt mir schon sehr, vor allem, weil sie sich eben ziemlich weit und schnell nach vorne bewegen kann. Und währenddessen kann sie auch noch cool angreifen. Das ist ja irgendwie ein bisschen halt an Lin. Und Lin mag ich auch, oder halt an Nabal, Lin und Nabal. Und die beiden mag ich auch sehr gerne von ihrem Moveset her. Deswegen, sie gefällt mir da echt sehr, muss ich sagen. Echt cool. Okay. So. Ich werde es dann gleich noch, wie gesagt, obwohl hier immer noch viele Gegner rumlaufen. Aber ich glaube, mein Hauptquartier ist erstmal safe. Alles dürfte passen. Da ist übrigens eine feindliche Olivia, habe ich gar nicht gesehen. Ja, nee, würde ich mal sogar vielleicht zu der auch ganz gerne hinlaufen wollen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich schon verbracht hier? Ja, es geht so, okay. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Zeit hier verbracht, da ich eben auch viel zeigen wollte. Aber ist schon okay. Ich will mal kurz zu ihr hinlaufen, damit wir dann gleich auch noch die Intro-Sequenz von Olivia sehen können, die ja auch komplett neu sein dürfte. So. Oh no. I'm not much of a fighter.
They're staring. I'll do what I can. Yay. So, Olivia gegen Olivia. Und Doppelspezialangriff. Bam. Sehr gut. Und ich mache mal gleich nochmal einen einfach. Yay! So, sehr schön. Ich werde mal doch, glaube ich, die Mission gleich beenden, weil wir spielen noch eine weitere Mission dann in diesem Part. Und eine weitere Mission werde ich dann noch versuchen, mit Olivia auch noch zu erwecken. Das passt jetzt erstmal. Okay. Dann erstmal mit euch beiden dürft dann ihr gleich die Mission beenden. Vielleicht einmal Taya. So. Dann mache ich erstmal hier einen starken Angriff auf dich, auf Nabal. Und dann den Schwachen abziehen. Mit einer 4er-Kombo. Oder auch so einfach. Bam! Also erstmal vielleicht die Festung schnell einnehmen. So. Alles klar. Gut, dann Nabal. Obwohl man Nabal sogar noch ein bisschen was aushält. Aber ein Doppelspezialangriff macht sehr viel Schaden, wenn ich dann auch gleich mache. Erstmal vielleicht mal kurz einen Schwappen dann gleich hier anzeigen lassen. Ich will mal kurz hier ein bisschen angreifen, bis meine Leiste wenigstens halb gefüllt ist. Und dann werde ich einen starken Angriff machen und dann meinen Doppelspezialangriff. Oder einfach so, ich warte, das geht auch. Und jetzt. Yeah! So, und noch einen schwachen Angriff. Bam! Obwohl aber leider Nabal hier einiges aushält, muss ich zugeben. Habe ich noch hier irgendwo vielleicht einen lustigen Krug oder so? Ah, da ist noch ein gelber Krug, perfekt. So, dann nochmal und jetzt stirb. The Dark Swordsman meets the Wicked Enchantress. Hurry it up, away. Oh yeah. Our path led to success. We've won. So, sehr schön. Und wie gesagt, das eine Andenken von Anna und dann das zweite ja auch, die werde ich dann noch nachholen. Das ist ein bisschen doof, dass ich verpasst habe. Vor allem, sie ist ja kurz vor meinen Augen dann verschwunden. Aber ich werde es dann nachholen, beide, also passt schon. Okay, auch sehr interessant, aber okay. Yay! So, und Owain war der Held. Now you've seen my true power. A blessing from the chaotic darkness. Oh Gott, hab ich schon mal gesagt, dass ich Owain liebe? Das ist so cool. A new power is awakening. Yeah! So, wir kriegen hier eine Supra-Axt mit Verstärkung. Okay, einem komplett neuen Sockel hier, weil das gab es, glaube ich, davor noch nicht, ne? Meine ich. Müssen wir uns auch mal irgendwann angucken, was dann der so kann. Das wir jetzt hier im ersten Part übrigens noch nicht so wirklich machen, ne? Dass wir auch die neuen Waffenattribute und neuen Fiebel oder Fiebeln und Segen und sowas angucke. Das werde ich dann mal in einem späteren Part noch machen. So. If it's okay, let's be closer friends. Sound good? Ja, hört sich gut an. So, von Olivia kriegen wir übrigens das Haarband, das ist ihr silbernes Material. It brings me such joy to sense that our bond has grown ever stronger. It seems the hex I cast on you is starting to take effect. So, von Owain kriegen wir Güldeschäbe, das wussten wir ja schon, und von Taya kriegen wir eine Kristallkugel als silbernes Material. Okay, ah, und Owain wurde auch gleich gesichtet. Ho, Fiends! And who in the devil are you? A chosen swordsman! See how my sword hand twitches! It hungers for justice! You remind me of someone I know. Someone similarly annoying. Wait, that stance. Who are you? I am the wolf who howls for justice! The eagle who cries for love. The chosen warrior come from the future to bring hope to a dying world. Owain! Wow, that guy's really weird. Wait a second. Right. I don't know what's going on with this guy, but I've had about enough. I'm going to get what I came for and head straight for the hills. Gegnerische Verstärkung ist eingetroffen. Und Lissa wurde gesichtet. Okay, also Lissa haben wir hier auch noch ein bisschen.
Alles klar, sie ist dann hier mit einer Schattenharz-Mission, wo ich aber zuerst die Owain und Sheila-Mission spielen muss. Und Owain haben wir hier mit einem Rekrutierungskampf Level 38. Okay. Übrigens, ah genau, wollte ich gerade nämlich noch gucken, ob hier irgendwo wieder ein Meistersiegel ist. Und ja, da ist eines. In der Mission hier, das ich mir dann so schnell wie möglich holen will, auf jeden Fall. Aber da komme ich noch nicht hin, ich müsste erst die Mission spielen. Aber ich würde jetzt noch sehr gerne zuerst mal noch dann die Flucht hier spielen wollen, dass wir eben noch auch eine komplett neue Missionsart in diesem Part haben, denn Flucht kenne ich eben noch nicht und die dürfte komplett neu sein. Das könnte auch ein Fehler sein, weil ich nicht weiß, wie lange die Mission dauern wird. Die könnte jetzt auch 30 Minuten dauern oder so, aber glaube ich eher weniger. Hat ja auch nur Level 18, deswegen spielen wir mal die noch. Jupp, okay. Und ab dem nächsten Part wird es auch wieder mein Ziel sein, dass wir dann immer pro Part 3 Missionen schaffen. Ob das wirklich mal klappt, weiß nicht genau. Aber wird dann immer eher mein Ziel sein. Jetzt hier im ersten Part muss ich halt noch viel zeigen zu den neuen Charakteren auch und viel ausprobieren. Aber ab dem nächsten Part dürften es dann vielleicht wirklich eher halt immer 3 Missionen pro Part werden. Mal gucken. Von gestern gleich will ich auf jeden Fall in der Mission noch Olivia mitnehmen. Da kann ich noch hoffentlich gleich mit ihr auch in den Erweckungsmodus wechseln. Dass wir dann dort noch alle weiteren Angriffe auch noch sehen können. Halt ihren Erweckungsangriff und auch dann die Fünfer-Kombo noch. Besiege die Einheiten um Cordelia und rette die Verbündeten. Okay, also auch dann eine große Mission hier. Also ja, der Part könnte länger werden, aber ist schon okay. So, ich nehme am besten sogar einfach wieder auch alle 3 neuen mit, einfach, würde ich sagen, das passt schon. Und ich kann sogar die einfach dann auch unterschiedlich kombinieren, das glaube ich auch ganz gut. Dann werde ich mal, jetzt mal hier Chrome vielleicht raushauen, nee, halt, Charakter wählen, austauschen, gegen mal einfach irgendwen random, jetzt mal gegen Hinoka einfach so, keine Ahnung. Ja, ich muss aufpassen, aber ich mache jetzt wieder vielleicht das grüne Einheit. So, passt schon. Dann Cordelia nehme ich dann auch mal nicht mit, sondern stattdessen dann mal... weiß ich nicht. Miles, einfach so. Kommt ja auch hier vor bei der Karte, deswegen passt er vielleicht ganz gut. und dann hier noch als andere grüne Einheit. Nehme ich dann mal noch, Ro. Einfach so. So, und dann natürlich die 3 neuen. Ich nehme mal Olivia hier hin. Und, werde da mal sie und Miles zusammenpacken. Das dann lieber an der meisten machen dürfen. Dann packe ich noch Hinoka zu Taya. Und dann noch, Rowan zu Owain. Okay. So, die Gegner haben ja jetzt auch nur Level 18 und sowas, deswegen das dürften dann auch meine 3 etwas schwächeren Leute noch hier hinkriegen, weil sie haben halt auch noch keinen Meistersiegel erhalten. Deswegen sind sie noch schwächer, aber trotzdem sind sie deutlich über dem Level der Gegner, also dürfte die Mission für die auch machbar werden. Genau, und jetzt dann gleich kann ich vielleicht auch dann schon ein bisschen mehr auf die Missionsart Flucht eben eingehen, auch nicht hundertprozentig perfekt, da ich immer noch ein bisschen was mit Olivia vor allem austesten will, aber wenigstens ein bisschen besser. So, hier ist Nice, Hallöchen. Gut. Dann bleibt jetzt vielleicht Olivia erstmal hier im Tempelbereich. Wird dann erstmal hier ein bisschen abgehen. So. Yay, ist ja schön. So, Cordelia sagt vorwärts. Und ich muss ich ein bisschen besser aufpassen. 2 verbündete Kommandanten werden in feindlichen Festungen gehalten. Rette deine Verbündeten und bring sie zum Fluchtpunkt. Okay, ich muss Festungen einnehmen, wo meine Leute gefangen gehalten werden. Und dann zu einem Fluchtpunkt eskortieren oder sowas. Legt einen Fall in den gegnerischen Festungen ohne verbündeten Kommandanten. Achte darauf, nicht die falsche feindliche Festung zu stürmen. Nicht die falsche. Okay, und was würde da passieren? Wissen, wo die verbündeten Kommandanten gefangen sind. Besiege die Feinde, die wissen, wo sich deine... Oh Gott, ist das kompliziert. Okay, also ich könnte jetzt diese Feinde hier besiegen. Und dann würde ich wissen, wo meine Verbündeten dann sind. Da müsste ich nicht suchen, extra. Aber was habe ich denn für einen Nachteil, wenn ich in die falsche Festung reinlaufe? Das würde ich ja eigentlich fast ganz gerne austesten wollen. Deswegen werde ich jetzt mal absichtlich nicht diese Einheiten hier besiegen. Und dann mal austesten, was dann gleich so passiert. Wird schon kein Fehler sein. Spezialangriff. Yay. So, Torwächter ist besiegt und übrigens Erweckungsrang. Nice. So, ich komme hier rein und da ist einer meiner Verbündeten. Hinoka rückt in Richtung verbündete Festung vor. Ja, okay. Ich bin Hinoka. Das bist du. Aber erstmal haut hier Olivia noch schön drauf. 1, 2, 3, 4. Yeah, sehr schön. So, und eingenommen. Und den haben wir jetzt befreit. So irgendwie. Der Schütze wurde entdeckt, genau. Dann wechsel ich mal zu den anderen vielleicht da mal. Nämlich Taya ist auch hier. Wechsel mal zu Owain vielleicht. Der kämpft da gerade übrigens auch gegen einen. Ich kann mal vielleicht eine von denen besiegen. Nämlich dann... Hier Nice. So, hatte ich ja Nice. Gut. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Ah, und noch dann nochmal 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Und stirb. Bam. Okay. Vielleicht habe ich zumindest einen von denen besiegt. Das Problem ist aber halt, dass leider die Anzeigen wieder etwas hinterherhinken. Und die jetzt nicht ganz mitkommen. Der Schütze versucht, über den Fluchtpunkt aus der Schlacht zu fliehen. Nach rechts oben muss der. So weit,
Okay, ja, ich habe das Gefühl, dass diese Fluchtmissionen auch immer etwas lange dauern könnten. Machen sie Maschinen, die jetzt ihn aufhalten wollen, weil ich halt da immer dann meine Leute da über ziemlich weite Strecken dann begleiten muss. Das könnte ein bisschen nervig werden. Aber okay, ist übrigens hier jetzt jemand? Da ist auch ein Magier da drin. Ja, ich erst mal wieder zu einem anderen mal kurz wechseln, weil ich jetzt nämlich dann gleich halt hier ist auch Hinoka, die schon fast tot ist übrigens. Will aber ganz gerne ich killen. So. Hallo, Hinoka. 1, 2, 3. Ah ne, ist eh schon tot. Wow. Achso, okay, die hat er gegen den Schützen gekämpft. Oder gegen den Kommandanten, deswegen hat sie viel Schaden genommen. Alles klar. So. Und hier sind jetzt diese Wachen, die ich dann auch mal kurz jetzt dann hier aufhalten will. So. Yeah! Ja, wie gesagt, Olivia hat echt schon ziemlich coole Attacken. Gefällt mir wirklich sehr. Und gleich werde ich auch mit ihr noch erwecken machen, wenn noch ein paar mehr Gegner ich dann vor mir sehe. Ich mal vielleicht dann noch. Ich war einfach hier gleich. Yay! Yeah. So, und dann die 5er-Kombo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt haben wir sie nicht ganz gesehen, leider. Weil ich schon den Schwachpunkt-Angriff zu früh aktiviert habe. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Yay, okay, auch nochmal so ein heftiger Tanz, wo ich mich auch währenddessen noch bewegen kann anscheinend. Also auch so ein bisschen eine Wirbelattacke, ähnlich wie die 2er-Kombo. Aber halt länger und größer und dann deswegen auch vernichtender für die Gegner. Yay, aber es sieht auch sehr cool aus, die Attacke, muss ich sagen. Gefällt mir auch vom Visuellen schon mal sehr. Und der Erweckungsangriff. Ach man, wie sie immer so schüchtern ist, ey. Okay, haben das auch gesehen. Wunderbar. Gut, übrigens, die Festung da unten habe ich ja jetzt auch schon eingenommen mit dem anderen, genau. Und der will es da auch schon nach rechts oben vorrücken. Also beide wollen da nach rechts oben vorrücken. Ja, okay. Dann wechsle ich mal kurz wieder zu Taya vielleicht einmal. Und, Olivia, bleib doch mal bitte bei dem Kollegen hier und beschütze mal den so ein bisschen. Einfach, ja, okay. Und, Taya geht dann jetzt mal noch hier nach unten. Und wird dann mal noch. Was macht Garnef jetzt übrigens? Ich hörte alle, wo ist Garnef? Ach, der ist da rechts. Achso, okay, der ist beim Fluchtpunkt. Hindert die verbündeten Kommandanten an der Flucht vom Feld. Okay, ich muss erst noch Garnef besiegen. Und erst dann können die auch wirklich fliehen, wenn sie angekommen sind. Schätze ich jetzt mal. Okay, also ja, hier bei dieser Fluchtmission, da ist wirklich einiges los, muss man zugeben. Und hier den Überblick zu behalten, ist auch nicht so ganz einfach. Aber okay. Und Sheila rückt übrigens gegen meinen Befehlshaber vor. Aber okay. Ich werde jetzt mal erstmal kurz die Festung hier einnehmen, weil es war ja eine andere Festung dann. Okay, aber hier war jetzt niemand drin von meinen Verbündeten. Deswegen, das wäre dann wahrscheinlich eine Falle gewesen. Leider bin ich halt jetzt hier drin, wo es jetzt anscheinend keine Falle mehr ist. Aber es würde mich sehr interessieren, was da jetzt halt passiert wäre, wenn ich jetzt dann in diese Falle anscheinend, wenn ich jetzt halt da schon verfrüht quasi reingelaufen wäre. Das würde mich sehr interessieren, was dann passiert wäre. Weil ich meine, ich kann ja da keinen so großen Nachteil haben. Vielleicht wäre ich dann in der Festung eingeschlossen worden und ich hätte die erst einnehmen müssen und darf dann erst wieder raus oder sowas. Aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, ehrlich gesagt. Aber naja. So, und übrigens, Taya wird dann jetzt mal noch versuchen, dann gleich vielleicht noch Sheila aufzuhalten, die jetzt gerade auf meinen, oder ja, halt zu meinem Befehlshaber vorrücken will. Wird dann gleich mal vielleicht verhindern wollen. Ich kann mal den Magier vielleicht auch schnell aufhalten, wenn ich schon hier in der Nähe bin. Genau, und dann gleich mal will ich Sheila vielleicht dann auch noch gleich aufhalten. Ich brauche eh noch einige weitere Kills, weil ich habe nämlich noch sehr wenige bisher, bis ich dann gleich 2000 habe. Also wie gesagt, der Part könnte etwas länger werden, aber ist schon okay. Vor allem der eine Typ da unten braucht eh noch ein bisschen. Übrigens dürfen die eigentlich. Okay, da oben ist auch ein Rot. Dürfen die eigentlich sterben? Ne, dürfen sie nicht. Also ich muss auch auf die aufpassen. Das kann man auch daran erkennen, dass sie hier auch so ein komisches Symbol, so ein grünes haben, wie auch der Befehlshaber. Deswegen, die dürfen nicht abkratzen, die Leute da. Okay, dann bleibt mal Owain bei dem und beschützt mal dann ein bisschen. Und Olivia wird dann mal gleich nochmal kurz dann da oben aushelfen im Kampf gegen Garnef, würde ich sagen. So. Hallo Garnef. Ich mach da gleich mal. Erstmal hallo Garnef, ja. Dann gleich mal einen doppelten Spezialangriff. Yeah, und zwar für ihn. Gut. Und jetzt kann dann gleich der eine Schütze hier fliehen, komplett vom Schlachtfeld, weil jetzt ja gar nicht besiegt ist, ne? Ich schätze mal schon. Gut, dann Owain darf man jetzt kurz dem anderen eben aushelfen, gegen diese Wachen hier, genau. Dass man ja gleich weiter vorrücken darf. So. Hat Owain auch keine Probleme. Aktuell ist ja Owain auch noch der stärkste von den drei DLC-Charakteren, weil eben er auch schon ein Silberschwert hat und die anderen halt erst Stahlwaffen, weil halt er auch schon da mehr spielen konnte. Deswegen ist dann eher so ein kleines bisschen stärker als die anderen aktuell. Bam! Sehr schön. Aber auf jeden Fall liebe ich immer noch die Dreierkombo. Wie gesagt, hat das selbe Moveset oder ein ähnliches Moveset wie auch Ryoma. Und ich liebe Ryoma ja total vom Moveset her. Und vor allem die Dreierkombo ist mega genial. Immer noch die beste Attacke im Spiel, ich finde. Oder eine der besten Attacken im Spiel, die Dreierkombo. Deswegen ist es echt cool. So, dann bei Taya ist viel los, sehe ich. Und zwar Schützen sind hier in der Nähe. Die sind dann mal klapp machen darf, würde ich vorschlagen. So, 1, 2, 3. Ist nämlich auch sogar schon Gefahr hier. Deswegen ist gut, dass ich jetzt nochmal hier vorbeigeschaut habe. Im Hauptquartier von mir. Bam, sehr schön. Yay!
Aber übrigens, Shida ist immer noch da oben. Ich dachte eigentlich, dass Shida ja irgendwie vorrücken wollte. Aber irgendwie ist in dieser einen Fesseln da oben dann kleben geblieben. Und geht da aus irgendwelchen Gründen nicht weiter. Ich weiß auch nicht genau wieso. Ah, macht sie auf jeden Fall nicht. Aber soll mir sogar eigentlich recht sein. Übrigens läuft da jetzt gerade Olivia sogar hin zu dir. Kann sogar vielleicht gleich mal Olivia damals sogar schnell erledigen, vielleicht. Dann im Kampf gegen Shida. Ich kann mal erwecken da noch. Yay! So. Hallo Shida. 1, 2, 3, 4. Yeah, okay, eine Fehlerkombo reicht da aus immer zum Abziehen von der gelben Anzeige. Wunderbar, und stirb. Das war einfach. So, wo habe ich noch ein paar Gegner? Wir haben hier ist wahrscheinlich in der Festung da hinten. Ich hoffe, da komme ich jetzt noch hin, während die Erwecken noch anhält. Ja, wird knapper, dürfte ich glaube ich schaffen. Da kann ich dann gleich nämlich einen Erweckungsangriff reinmachen. Auf euch. So, und nehmt das. Yeah! Sehr schön. So, jetzt haben wir übrigens schon einige K.O.s. Also viele fehlen nicht mehr bis zu den 2000, ist doch ganz gut. Soll ich jetzt noch ein paar weitere? Yay. Und der Schütze da rechts oben hat, glaube ich, wieder... Oder das ist ja kein Schütze, der ein Magier, glaube ich, gewesen. Übrigens große Gefahr sogar, ach du Scheiße. Okay, da sind immer noch einige Gegner. Ich hoffe, dass es jetzt übrigens nicht gleich fällt. Übrigens, das stimmt, das wollte ich nochmal, das habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich meinen drei neuen Einheiten natürlich auch noch dann Items geben, weil die haben ja aktuell gar keine Items. Ich wollte ihnen nämlich eigentlich dann schon auch Sachen geben und auch austesten, ob irgendjemand von denen denn dann halt auch Stäbe benutzen kann. Aber ich glaube eigentlich mal, dass keiner von den dreien Stäbe benutzen kann. Also Owain auf gar keinen Fall als Schwertkämpfer. Und Taya als, als Magierin dürfte das normalerweise, also genauer gesagt auch als Dunkelmagierin, dürfte das auch nicht können. Vielleicht kann ich dann sie halt zu einer Weisen machen, aber das glaube ich eigentlich weniger mit einem Meistersiegel. Und Olivia als Tänzerin kann, glaube ich, normalerweise auch keine Stäbe benutzen, deswegen dürften sie, glaube ich, alle nicht, keine Ahnung. Ich hätte dann vielleicht einmal zwei von denen ein Amulett der Treue geben können, dass es dann ein bisschen schneller geht, halt mit der Rangerhöhung mit den anderen Charakteren. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Habe ich aber jetzt vergessen, aber ist schon okay. So. Alles klar, und geschafft erstmal, gut. Dann darf ich vielleicht kurz Owain, weil bei dem ist nämlich noch irgendwie ein besonderer Gegner, den ich dann gleich noch vielleicht besiegen kann. Übrigens, wo ist denn eigentlich das feindliche Hauptquartier? Das ist hier direkt vor mir, okay. Ich werde mal die Mission vielleicht gleich mal mit Olivia dann beenden. Deswegen läuft dann schon mal sie hier in die Nähe. Ja, okay. Und Owain darf dann jetzt gleich noch diesen einen Gegner da plappen machen. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber irgendeine besondere Einheit auch noch, die ich dann gleich noch killen will. So. Das ist nämlich noch einfach ein Schütze, okay. Darf dann auch gleich noch sterben. So, aber erst dann gleich darf sich kurz Cordelia vorstellen. Hallöchen. So. Und kabam. Und stirb. Yeah. Gut, haben wir jetzt dann schon über 2000 K.O.s, wunderbar. Und dann darf eben jetzt noch dann gleich Olivia auch machen. Und das Einzige, was da jetzt noch so richtig fehlt, was ich hier jetzt bei den Charakteren noch nicht so richtig zeigen konnte, ist dann noch die Siegesanimation von Owain, da wir jetzt dann gleich die von Olivia halt noch sehen werden. Welche aber dann im nächsten Part hoffentlich nachreihen. Stimmt, ich kann noch eine weitere Sache zeigen. Und zwar die Verspottungen von den Charakteren. Kann ich noch ganz kurz machen vielleicht. Die von Olivia. I won't run away, sagt sie, glaube ich. Ich werde nicht wegrennen. Ah ne, okay, die sagt sogar verschiedene Sachen. Jetzt hat sie Naked Off gesagt. Jetzt sagt sie verschiedene Sachen. Ist ja cool. Hör mal auf zu reden, Azura, bitte. Moment. Aber die kann doch verschiedene Sachen sagen anscheinend. Das ist ja cool. Okay, aber anscheinend nur die zwei, wie es scheint. Ja, anscheinend schon, okay. Dann mal kurz bei den anderen auch noch schnell. Taya. Aber leider reden die anderen Charaktere. Ich kann es mal nicht verstehen, was sie sagen nochmal. Do you like darkness, sagt sie, glaube ich. Ja, ich glaube, do you like darkness, sagt sie, glaube ich. Und dann noch Owain. Hör mal auf zu reden, Azura. Ich will ihn hören. Okay, er fragt sich, ob sein Gegner auch ein würdiger Gegner ist. Yay, okay, aber dann ist gleich mit Olivia, will ich dann gleich die Mission eben beenden. Tut mir jetzt auch leid, dass ich wieder Quatsch gemacht habe. Und dass der Part noch viel länger ist, ich werde dann versuchen, die nächsten Parts wieder eher halt eine halbe Stunde lang zu machen. Ich werde es eh immer nicht schaffen. Ich werde es versuchen, aber jetzt, dass der erste Part etwas länger ist, wo ich halt alles Mögliche zeigen wollte, ist hoffentlich auch okay. So, dann ist er gleich im Kampf gegen Cordelia, aber dürften wir auch hinkriegen, hoffe ich mal. So, Hallöchen. Ich werde mal kurz warten, bis dann gleich einen Angriff macht und dann machst du nochmal einen doppelten Spezialangriff. Und los. Put on a show, right? I think so, Niles. No match for us. Yeah. Und das war's eh schon. Our plot led to success. Yes, we won. Yeah, we won. Und sie freut sich. Sehr schön.
So, aber ansonsten habe ich dann jetzt, wie gesagt, eigentlich schon so ziemlich alles zeigen können, was ich hier zeigen wollte. Ist auch, wie gesagt, länger geworden. Ja, aber ich habe dafür alles zeigen können, so ungefähr. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden dann. Och man, ey. Das war ein Quatsch. Yay! So, Olivia war auch die Heldin. Sehr schön, und noch ein Level up. So, dann noch weitere Waffen. Weitere Materialien. Und keine Support-Umhörungen mehr, aber na gut. So, dann würde ich also erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen ersten Part von Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Awakening DLC? Beim nächsten Mal wird es dann noch hier auf dieser Karte hier, wie ist sie nochmal? Mal kurz nachgucken, bei der Legendäre Erbe genau wird es dann noch weitergehen. Ich werde dann im nächsten Part am besten gleich versuchen, dann zu der Mission hinzukommen, zu dieser weiteren Fluchtmission, um halt dann dort noch das nächste Meistersiegel gleich erhalten zu können, das dann gleich einem der drei Charaktere geben will. Ich meine, das hier ist ja jetzt die Karte für Owain so ein bisschen, und lass mal kurz gucken. Die andere Emerin, das dürfte dann die Karte für Taya sein. Da man nämlich dort dann Taya getroffen hat, und Tänzerin ist natürlich offensichtlich Olivia, und deswegen hat dann Olivia die letzte Karte, und deswegen wäre es eigentlich am besten, am sinnvollsten, wenn ich dann hier das Meistersiegel Owain geben würde, aber ich würde es eigentlich am liebsten Olivia geben, weil ich halt wahrscheinlich sie am meisten benutzen werde, weil sie am interessantesten ist von den drei Charakteren, weil eben sie ein komplett eigenes Moveset hat. Werde ich dann vielleicht so machen, aber das werden wir am nächsten Part schon noch genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen, und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.